Heute mache ich für euch diese süßen Osterhasen. Für den Teig benötige ich 300 Gramm Mehl, ein Päckchen Vanillezucker, 60 Gramm Zucker, 100 Milliliter Milch, ein Viertel Würfel Hefe, ein Ei für den Teig und später ein Eigelb zum Bestreichen, sowie 60 Gramm Butter und eine Prise Salz. Die zimmerwarme Hefe, die Milch, das Ei sowie den Vanillezucker gebe ich in eine große Schüssel. Ich füge eine Prise Salz hinzu und verrühre alles gut. Jetzt gebe ich den Zucker dazu. Die weiche Butter gebe ich stückchenweise dazu. Das Mehl gebe ich etappenweise auch dazu. Jetzt verrühre ich alles noch einmal kurz. Der Teig muss jetzt kräftig mit der Hand durchgeknetet werden. Wenn er etwas nass ist, gebe ich noch etwas Mehl hinzu. Wenn der Teig fertig ist, gebe ich ihn in eine große Schüssel, decke ihn mit einem Tuch ab und lasse ihn für 40 Minuten gehen. Jetzt forme ich aus dem Teig die Osterhasen. Zum Schluss bestreiche ich alles mit einem verquirlten Eigelb. Jetzt können die Hasen bei 220 Grad für 25 Minuten in den Ofen. Meine Hasen sind fertig und ich kann sie probieren.